Hey, alle Herzathleten und willkommen zu diesem brandneuen Video. In diesem Video geht es um das Geheimnis für mehr Tagesstruktur bei ADHS. Die meisten Klienten, die ich betreue, die haben keine Tagesstruktur. Das heißt, du hast ständig das Gefühl von Chaos, du verlierst den Überblick, du hast Stress und deine Aufgaben stapeln sich. Du hast das Gefühl, nichts geschafft zu haben am Ende des Tages und bist einfach nur frustriert, weil du nicht weißt, wie du da rauskommst. Mal angenommen, ich könnte dir einen Weg zeigen, mit dem du mehr Tagesstruktur hättest, dann würdest du einen klaren roten Faden haben, der sich durch den Tag zieht. Du hast das Gefühl von Kontrolle. Du kannst deine Energie viel besser einteilen. Du hast mehr Zeit für wichtige Dinge oder schöne Dinge und du hast einfach ein produktiveres Gefühl. Und deswegen werden wir jetzt die häufigsten Fehler besprechen, die ich beobachten konnte, wenn es darum geht, deinen Tag zu strukturieren, wenn du ADHS betroffen bist. Und der erste Fehler ist, dass du ein kleines Mindset-Problem hast. Die meisten Leute, die sagen oft, ich habe keine Zeit dafür. Ich habe zu wenig Zeit, um an meinen Zielen zu arbeiten. Ich habe zu wenig Zeit, um ins Fitnessstudio zu gehen. Oder der Tag hat irgendwie nicht genug Stunden. Also viele glauben wirklich, die hätten zu wenig Zeit. Aber in Wirklichkeit hast du genug Zeit. Es ist nur zu viel Zeit, die du eben verschwendest. Und du verschwendest deine Zeit oft durch Unwichtiges. Zum Beispiel willst du lernen, gehst dann auf Social Media und dann sind schon mal 30 Minuten weg. Das heißt, du hast genug Zeit zur Verfügung, 168 Stunden pro Woche. Es ist einfach so, dass du die Zeit, die du hast, nicht richtig nutzt, weil du zum Beispiel keine Prioritäten hast oder gar nicht weißt, wie viel Zeit du überhaupt zur Verfügung hast und auch nicht so richtig weißt, was du eigentlich pro Tag machst und wie lange du dafür brauchst. Das heißt, verbann dieses Mindset, ich habe zu wenig Zeit, mach das neue Mindset in deinen Kopf rein und zwar, ich habe genug Zeit, ich verschwende wahrscheinlich nur zu viel und Zeit kannst du dir auch einfach nehmen. Zeit ist nichts, was du hast oder nicht hast. Dann der Fehler 2. Eine hohe Erwartungshaltung und Perfektionismus. Das heißt, du hast zum Beispiel eine To-Do-Liste und da sind 100 Punkte drauf. Du nimmst dir viel zu viel vor und blockierst dann mental. Du glaubst dann nicht mehr daran, dass du es hinbekommen kannst, fühlst dich gelähmt, paralysiert und fängst gar nicht erst an. Oder du verzettelst dich bei diesen ganzen vielen Aufgaben in irgendwelchen unwichtigen Details. Zum Beispiel willst du eine Präsentation erledigen und dann bastelst du irgendwie stundenlang an der Schriftart, an der Optik und hast dann nur eine Aufgabe erledigt. Das heißt, du hast dich irgendwie in unwichtigen Dingen verloren. Und die Lösung ist ganz klar, setz dir realistische Ziele und sag dir immer wieder, fertig ist besser als perfekt. Der dritte Fehler, zu oft Ja sagen. Bei ADHS, da bist du hilfsbereit und du hast ein hohes Harmoniebedürfnis, du bist auch impulsiv und das alles führt dazu, dass du oft spontan und impulsiv Ja sagst und deine eigenen Aufgaben bleiben dann liegen. Zum Beispiel willst du gerade deine Masterarbeit schreiben, dann ruft ein Kumpel an und fragt, ob du beim Umzug helfen möchtest und dann wirst du halt einfach dort den Umzug erledigen. Dein Kumpel ist zufrieden, aber deine eigene Masterarbeit ist einfach liegen geblieben. Die Lösung ist, lerne echt Nein zu sagen, weil jedes Ja zu anderen ist ein Nein zu dir selbst. Du wirst dann nämlich viel weniger Zeit, Kraft, Energie für deine eigenen Vorhaben zur Verfügung haben, wenn du eben zu allem und jedem Ja sagst. Das gilt auch für Leute, die dich runterziehen, die dir schlechte Laune machen. Der nächste Fehler, keine klaren Prioritäten setzen. Wenn du keine Prioritäten gesetzt hast, dann weißt du gar nicht, welche Aufgaben jetzt überhaupt wichtig sind, welche unwichtig sind. Du fängst viele Kleinigkeiten an, viele unnötige Dinge, wirst dann auch natürlich mit den wirklich wichtigen Aufgaben nie richtig fertig werden. Zum Beispiel hast du 10 Aufgaben auf der To-Do-Liste, erledigst von jeder Aufgabe ein bisschen was, aber hast nichts richtig zu Ende gebracht. Du bist nicht an den Aufgaben dran geblieben, die wirklich eine Veränderung in deinem Leben ausmachen. Und die Lösung ist hier ganz klar, setz Prioritäten. Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, dann komm in mein Coaching, da erkläre ich das auch im Detail. Und der letzte Fehler ist die fehlende Planung. Das heißt, du springst von einer Aufgabe zur nächsten, du hast auch keine festen Zeiten definiert, du nutzt keinen Kalender, dann verzettelst du dich natürlich auch in unwichtigen Aufgaben. Zum Beispiel hast du keinen Plan, du weißt nicht, wann du welche Aufgabe erledigen möchtest.
dann machst du Multitasking und hast am Ende kein Ergebnis erzielt, weil du alles gleichzeitig erledigen möchtest. Und die Lösung ist hier ganz klar, plane Aufgaben und Zeiten in deinem Kalender und setz dir klare Zeitblöcke. Das wird auch alles im Coaching erklärt, die Zeitblockplanung. Ich fasse nochmal für dich das Ganze zusammen. Der erste Fehler, die hohe Erwartungshaltung und Perfektionismus. Setz dir hier realistische Ziele. Zweiter Fehler oder dritter Fehler, zu oft Ja sagen. Frag dich mal, ja, wozu könnte ich Nein sagen und wie könnte ich dadurch mehr Zeit gewinnen? Der nächste Fehler, keine Prioritäten zu setzen. Lerne das Ganze. Und der letzte Fehler, eben keine klare Tagesplanung überhaupt zu erstellen. Achte mal darauf, die Aufgaben zu einer gewissen Uhrzeit einzuplanen und verwende einen Kalender. Und diesen Denkfehler habe ich vergessen gerade. Dieses Mindset, ich habe zu wenig Zeit, das stimmt nicht. Du hast genug Zeit, 168 Stunden pro Woche. Du musst die Zeit nur besser nutzen. Wenn du willst, dass ich persönlich deinen Tag mit dir strukturiere, dann bewirb dich einfach auf ein kostenloses Erstgespräch. Dafür gehst du einfach auf www.eliasmünzel.de und schreib mal gerne in die Kommentare, welchen Tipp du umsetzen möchtest. Dann sehen wir uns im nächsten Video.